Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Wir haben eben in der Vorstandssitzung natürlich über das Wahlergebnis und auch über die Frage von weiteren Konsequenzen gesprochen. Das Erste, es ist für uns natürlich eine Niederlage, da gibt es überhaupt nichts zu beschönigen. Wir haben aber gleichzeitig durchaus festgestellt, dass wir einen Wahlkampf geführt haben, der sehr anerkennenswert ist. Und der Vorstand hat sich bei allen Beteiligten, die hier eben auch auf dem Podium sitzen, recht herzlich bedankt für das Engagement. Und ich denke, das war eigentlich ein Wahlkampf, der gut aufgestellt war. Das Problem, das wir hatten, war, wir sind mit den Themen teilweise nur unzureichend wahrgenommen worden, weil andere Themen verhindert, jedenfalls nicht in ausreichendem Maße möglich gemacht haben, dass wir sie rüberbringen. Welche Themen waren das? Das waren Themen, die insbesondere in Nordrhein-Westfalen eine große Rolle gespielt haben. Da werden wir gleich noch mehr zu hören, wie zum Beispiel die Kindertagesstätten oder Ähnliches. Es waren aber auch Themen, die durchaus auf der Bundesebene so sind, dass wir dort jeweils eine Zustimmung bei den Bürgerinnen und Bürgern haben, wie zum Beispiel beim Mindestlohn, wie bei der Rente mit 65, wie bei der Frage Ordnung auf dem Arbeitsmarkt, weil eben dort die Löhne nach unten wegrutschen und sehr viele nicht beteiligt werden am gesellschaftlichen Wohlstand. Diese Themen sind richtig, aber wir haben selber mit unserer gegenwärtigen Performance eben nicht ausreichend dafür sorgen können, dass diese Themen auch bei den Bürgerinnen und Bürgern ankamen und wahrgenommen wurde, welche Position die Linke dazu hat. Denn sonst wäre das Wahlergebnis durchaus besser geworden. Zweitens, wir haben natürlich auch die Situation, ich sage das auch hier sehr kritisch, dass wir teilweise medial nicht drüber gekommen sind, weil natürlich eines Teils diese Themen dann im Vordergrund standen, zum Zweiten aber auch, weil Themen schlichtweg dann auch nicht genügend wahrgenommen wurden von Seiten der Medien. Ich erinnere daran, dass wir eine Pressekonferenz hatten, in der wir nachgewiesen hätten, dass das Land Nordrhein-Westfalen allein 62 Milliarden mehr Einnahmen gehabt hätte, beziehungsweise in diesem Ausmaß weniger Schulden, hätten wir noch die Steuerquote des Jahres 2000 gehabt. All diese Themen sind praktisch im Praktischen nicht wahrgenommen worden. Das ist auch ein zweites Thema, das wir haben. Drittens, es ist natürlich zu bemerken, dass die Piraten momentan tatsächlich auf einem Höhenflug sind, der uns natürlich auch Schwierigkeiten macht, weil dort zum Ausdruck kommt unseres Erachtens, dass ein großer Teil der Bürgerinnen und Bürger mit der gegenwärtigen Politik nicht mehr einverstanden ist und wir in diesem gegenwärtigen Politik subsumiert werden. Also wir werden mitverantwortlich gemacht, inhaltlich für das, was wir nicht sind, weil wir uns nicht ungenügend praktisch davon absetzen konnten. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass viele Bürgerinnen und Bürger, das sehen Sie an der Wahlbeteiligung, kritisieren und sich damit auch von den Wahlen verabschieden, wie denn der Politikbetrieb im Ergebnis läuft, nämlich dass oft Entscheidungen zum Beispiel im Deutschen Bundestag getroffen werden, wo jeder weiß, dass die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger das vollkommen gegensätzlich sieht. Ich denke zum Beispiel an den Mindestlohn, an die Rente, an die Bürgerversicherung, an Afghanistan. Und da sind die natürlich, sind viele Menschen natürlich inzwischen der Auffassung, dagegen muss man sich wehren. Und dann wird eine Partei eben gewählt, die an dieser Frage zwar noch nicht ihre Position in jeder Frage ausdifferenziert hat, aber die im praktischen Bild eben den Protest gegen das ausdrückt. Wir haben natürlich auch verloren an die Sozialdemokratie, das schmerzt uns ganz besonders, weil wir der Auffassung sind, dass die Sozialdemokratie noch nicht wieder sozialdemokratisch ist, aber eben nicht rüberbringen konnten, dass es so ist und dass unsere Positionen da eher die sind, die die Sozialdemokratie treibt. Das waren für uns so ein Stück weit die Punkte, die eine Rolle spielten und eine Rolle spielen. Wir sagen aber auch, die Linke ist nach wie vor notwendig und wird gebraucht, einfach deshalb, weil wir überall in der Praxis sehen können, dass dort, wo Rot-Grün dann alleine regieren, nicht unbedingt das zum Wohle der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger ist. Oft wird vor der Wahl links geblinkt und rechts abgebogen. Und ich glaube, dass es unsere Aufgabe als Linke ist, darauf hinzuweisen, dass wir eben eine praktische Umsetzung der Politik kriegen, die vorher angekündigt wurde. Und das Zweite,
Unsere Themen sind nach wie vor die Themen, die andere Parteien nicht in dem Maße aufgreifen. Ich denke daran, an die prinzipiell andere Haltung zur Bewältigung der Schulden, nicht nur in der Bundesrepublik, sondern anderswo, nämlich durch höhere Einnahmen, zum Beispiel durch eine Millionärsteuer und Ähnliches. Also die Themen, die wir haben, werden wir weiter verfolgen. Und deshalb ist eine Konsequenz der ganzen Geschichte, dass wir vor allen Dingen jetzt zusammenhalten müssen, dass wir im Ergebnis dieses Zusammenhaltens natürlich auch über eine Führung nachdenken, die dieses Zusammenhalten nach außen repräsentiert. Wir denken an eine Führung, die sehr kooperativ ist. Das bedeutet an eine Führung, die dann auch miteinander kann und in der deutlich wird, dass die Linke geschlossen auftritt und geschlossen handeln kann. Das waren die Debatten, die wir zurzeit im Vorstand haben. Und weil Sie mich sicher danach fragen werden, sage ich das gleich an dieser Stelle. Wir hatten auch eine Debatte über die Wiederkehr in den Vorstand von Oskar Lafontaine. Und wir haben das diskutiert. Das wurde durchaus auch unterschiedlich diskutiert. Aber eben auch mit dem Hintergrund, dass wir uns durchaus vorstellen können, dass Oskar Lafontaine einer der ist, der an dieser kooperativen Führung auch an vorderer Stelle mitwirkt, weil wir denken, so jedenfalls auch einige Diskussionsreden im Vorstand, dass das durchaus die Chance böte, mit den Inhalten wieder so wahrgenommen zu werden, wie wir das für notwendig halten.